So. Sind wir. Die endlosen Pfade, Stufe 14. Und das müsste hier ziemlich klein sein. Oh, hier ist die Treppe. Hier ist die Haupttreppe. Also ja, man sieht, das ist nur dieser eine Raum hier. I'm here. Und ja, ich gehe vor zu Otnua. Hey. Yes? Geist von Otnua, der Schatten taucht wie eine Wunde in der Welt auf, die aufgeschlitzt wurde und nun den Blick auf eine hohle Finsternis freigibt. Unterhalb einer sich windenden Schattenkrone befindet sich eine schimmernde Maske, die das Gesicht eines älteren Mannes darstellt. Das silbrige Gesicht dreht sich dir mit kaltem, ruhigem Ausdruck zu. Aus den Augenhöhlen der Maske geben flackernde Flammen ein unheilvolles Licht ab. Wer bist du? Would you abandon your king? Take up your sword! To battle! The enemy has come! Wer bist du? Seine Stimme scheint durch die ganze Kammer zu hallen. Die Augen der Maske lodern plötzlich in einem neuen Licht, während der Raum dich herum sich zu verdunkeln scheint. Würdest du deinen König im Stich lassen? Ergreife dein Schwert in den Kampf, der Feind ist gekommen. Ich glaube nicht, dass es einen Kampf gibt. It was lost long ago. This battle and more. You are no lost soul of mine. No soldier. Er ging vor langer Zeit verloren, diese Schlacht und noch mehr. Zu Füßen des Schattens strömen Wirbel der Finsternis empor, und als sie sich in der Luft erheben, wendet sich die schimmernde Maske deinem Gesicht zu. Du bist keiner meiner verlorenen Seelen, kein Soldat. But you see them. What remains of them? As the mad one did before you. As I do. My subjects. My people. Aber du kannst sie ja sehen, was von ihnen übrig geblieben ist. So wie der Verrückte vor dir. So wie ich, meine Untertanen, mein Volk, mit dem Verrückten bei der Meerwald. Wenn du nicht der Herr dieses Ortes bist, wer bist du dann? Warum hast du die Biester losgeschickt, um mich anzugreifen? Du hast die endlosen Pfade gebaut. Wie kann es sein, dass du immer noch hier bist? Was ist mit diesem Ort geschehen? Du hast die endlosen Pfade gebaut. The endless paths. A thousand hands toiled to create it. But it was my voice, my will, that directed them. The great work of our age. Die endlosen Pfade, tausend Hände plagten sich, sie zu erschaffen. Geleitet aber wurden sie von meiner Stimme, meinem Willen, das große Werk unserer Zeit. Oder so wäre es gewesen, hätten sie es mich bloß beenden lassen. Wenn sie verstanden hätten, dass solch eine scheußliche Basis eine wundersame Errungenschaft hervorbringen kann, dann, dass sie derselbe Fluch, den ich zu heilen suchte, sie im Gegenzug befallen hat. Dass mir mein Sohn von einem Moment zum nächsten für immer verloren sein könnte, ist grausam. Kummer legt sich auf seine Stimme, die durch die Kammer hallt. Er möchte nur, dass ich stolz auf ihn bin. Wie kann ein Vater seinen Sohn davon überzeugen, dass er auch dann das Licht in seinem Leben sein wird, wenn er selbst nichts zustande bringt? Wie wenn er nicht mehr da ist? So viele Stunden und Tage des Grübelns, wäre ich doch nur einen Moment früher dort gewesen. Hätte ich ihn an jenem Morgen doch nur am Aufbruch gehindert. Hätte ich doch nur gewusst, dass ich ihn niemals wiedersehen würde. Lost. Treading these endless paths. These regrets, with him forever moving out of reach, into some darker place, away from me. Verloren, das Wandeln auf diesen endlosen Pfaden, dieser Kummer, dass er für immer unerreichbar ist, an einem dunkleren Ort weg von mir. Have they loved nothing in all their lives? Lost nothing? Wives, husbands,
children! Might I not show them then the agony of it? Haben sie in all ihren Lebenden gar nichts geliebt, nichts verloren, Ehefrauen, Ehemänner, Kinder? Und nur das Schatten erschaudert und seine Gestalt scheint sich zu verdrehen und zu wenden. Die Zacken seiner dunklen Krone werden lang und die Oberfläche seiner Maske schlägt Wellen. Wie geschmolzenes Metall. Kann ich es Ihnen dann nicht zeigen, wie sehr es schmerzt? Ist das deine Rechtfertigung, dass deine Trauer die aller anderen übertrifft? Ich habe einen Teil dessen gesehen, was du angerichtet hast. Du hast keinerlei Mitgefühl verdient. Ich verstehe eine Trauer, aber weshalb all das? Was ist mit diesem Ort geschehen? Was ist der Grund dafür, dass die Pfade überrannt wurden? Wie kann es sein, dass du immer noch hier bist? Ich verstehe deine Trauer, aber weshalb all das? So hat es nicht begonnen. Wie könnte es auch? Ich war verrückt vor Trauer. Ich versammelte Arbeiter, Magier, Diener. Wir stürzten uns kopfüber in unsere Aufgabe. Ich war blind vor Tränen. Anfangs war nichts, schwächliche Versuche, falsche Anfänge. Tagen, an denen nichts geschah und die ganze Zeit über war ich sicher, Zeit zu verlieren. Ich gestattete, neue Methoden auszuprobieren, damit wir unser Wissen um die Seele vertiefen konnten. Und durch diese barbarischen Taten begannen wir endlich zu lernen, die Ränder dieses Schleiers zu finden. Meine Leute sagten mir, dass sie meinen Sohn finden könnten, aber wir haben noch nicht die Mittel und Wege, um ihn sicher zu extrahieren, intakt. Und als wir endlich der Entdeckung nahe waren, wurden wir verraten. All das, was wir bezahlt hatten, die verlorenen Leben, die Beschmutzung unserer Seelen, alles für nichts. Sie zerstörten den Riesen, sie trennten ihn von seinen Wurzeln. I will never see him again. Even in death, we have been more wholly separated than if I had never known him. He will have forgotten me. Have I not paid? Have they not cost me all I had? In Dortnus Maske erklingt ein leiser, stoßender Schmerzenslaut. Ich werde ihn nie wiedersehen, selbst im Tod nicht. Wir wurden noch endgültiger voneinander getrennt, als ob ich ihn niemals gekannt hätte. Er wird mich vergessen haben. Habe ich ihn nicht dafür bezahlt? Haben sie mich nicht alles gekostet, was ich hatte? Wenn ich meine Festung behalten möchte, muss ich mich um den Meister in der Tiefe kümmern. An deiner Statue habe ich kein Interesse. Vielleicht ist der Geist deines Sohns hier noch irgendwo. Du hast sehr vielen Leuten Unrecht angetan. Es scheint mir passend, dass du wie alle hier unten gefangen bist. Ich könnte ihn angreifen oder sagen, ich muss weiterreisen. Versuchen wir es mal mit ein bisschen mehr Mitleid. Vielleicht ist der Geist deines Sohnes hier noch irgendwo. Glaubst du, dass diese Möglichkeit nicht meine Gedanken beherrscht? Ich wurde gebunden, als ob sie es beabsichtigt hätten. Es ist eine Ironie, über die ich länger nachgedacht habe, als du auf der Erde gewandelt bist. Jetzt glaubst du, mir Ratschläge erteilen zu können? Lass mal gut sein. Ich kann dir nicht helfen. Ich mache mich besser auf den Weg. Du meinst, für immer hier zu bleiben? Vielleicht ist die Zeit zum Loslassen gekommen. Ich habe es versucht, sein Aufschrei hat durch die Kammer. Ich kann es nicht. Der Kummer brennt in mir wie ein Feuer, das alle Gedanken aufriss. Als würde es antworten, züngelt das Feuer unter den Rändern seiner Maske hervor und schickt dir eine Hitzewelle entgegen. Du kommst nach all dieser Zeit, um mir zu sagen, dass ich vergessen muss. Das werde ich nicht. Das darf ich nicht. Ich bin alles, was übrig ist. Wenn ich vergesse, dann wird nichts mehr von mir übrig sein. Du musst nicht vergessen, du musst dir nur selbst vergeben. Das klingt irgendwie am besten für den Paladin, also für unseren Charakter. Etwas wird da sein, sein Geist ist immer noch da draußen. Irgendwo ist das nicht genug. Ich kann dir nicht helfen, ich mache mich besser auf den Weg. In dir ist nichts mehr übrig, was sich zu retten lohnen würde. Nehmen wir das da. No, it is not my doing. Cannot be so simple. I will drive the invaders from the halls. I will go down those final steps and there finish my great work. None will stop me. Nein, das ist nicht mein Werk. Es kann nicht so einfach sein. Flammen schlagen aus den Augen der Maske. Ich werde die Person aus den Gängen vertreiben. Ich werde diese letzten Stufen hinabgehen und dort mein großes Werk vollenden. Niemand wird mich daran hindern. Erstmal, wenn du versuchst zu gehen, verlierst du die Kontrolle über dich. Kannst du es nicht sehen?
Verlieren? Soll ich all das verlieren, was noch übrig ist, obwohl ich bereits eine Ewigkeit in Reue verbracht habe? Ha, du denkst, du könntest mich narren? Es ist kein Verlust, nur ein Weg zu etwas Neuem. Die dunkle Gestalt von Odnuras Gespenst erschaudert und wirft sich herum. Die Luft um dich herum wird kalt, bis sich Eis auf den Fliesen bildet. Die Schatten scheint das Licht anzuziehen und drohen dich in die Finsternis zu stürzen. End then. At last. Und dann beginnen die glühenden Kohlen, die Odnuras Augen sind, zu flackern und zu erlöschen. Es ist vorbei, endlich. Seine Gestalt scheint sich aufzulösen und die Finsternis macht schwachem Licht den Weg frei, worauf sie glänzend verschwindet. Maros. Maros. Schleier der Klagen. Entschlossenheit habe ich doch schon, oder? Weil das macht Wahrnehmung. Wem könnte ich Entschlossenheit geben? Gucken wir mal. Alof hat schon Entschlossenheit. Dorenz hat auch schon ein bisschen. Dann kriegt das Sagani. Entschlossenheit ist nämlich immer gut zu haben. Hat sich jetzt, was er dem Meister der Tiefe getan? Nach einem langen, beschwerlichen Reise in die Finsternis der endlosen Pfade erreichte ich letztendlich den Ruheort von Odnuar selbst und konfrontierte dort seinen Geist, der dort durch Wut und Trauer gebunden ist. Er sagte mir, dass er weder der Meister in der Tiefe sei, noch die Biester nach Ketnua trieb, sondern vielmehr, dass sich unterhalb dieser Kammer auf den untersten Ebenen von Odnuar ein letzter Feind befindet. Ich muss nur durch die Tore hinter Odnuas Grab gehen, um dorthin zu gelangen. Ja. Certainly. Oh, da ist noch etwas. So. Dann geht's auf nach Ebene 15. Die letzte Ebene. Der endlosen Pfade. Und hey, ich hab's geschafft, Odnuar Frieden zu schenken, ohne ihn umzubringen. Ich glaube, nämlich das letzte Mal musste ich kämpfen. Oh, Xaurips. Also ja, 15 ist etwas größer, aber ich glaube auch nicht ganz so groß. Und ja, die Xaurips können nichts. Durch die Öffnung pulsiert warme Luft. Noch mehr Edelsteine. Noch mehr anderes Zeug. Also ja, da hoch gehe ich erstmal doch nicht, weil da ist der böse Drache. Ah!
Ugh!